die Schlosserei Hasenöhrl. Gegründet 1965, beschäftigt 30 MitarbeiterInnen. Als nachhaltiges Unternehmen setzt es auf Innovation und energieeffiziente Technologien. Durch umweltfreundliche Produktionsprozesse und höchste Qualitätsstandards trägt die Schlosserei Hasenöhrl aktiv zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Wir sind ein Ingenieurbüro. Wir fertigen für unsere Kunden von der Entwicklung der Produkte über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt alles aus einer Hand. Ja, was machen wir? Angefangen von der Konstruktion und Entwicklung über die Berechnung der Produkte. Dann geht es zum Zuschnitt, das heißt, wir schneiden mit Laser- oder Plasmaschneidmaschinen die Teile, die wir benötigen, für die Produkte zu. Dann Abkanten, das heißt, die Teile werden in Form gebracht. Dann Kernkompetenz schweißen, das heißt, jedes Maschinenbauteil ist irgendwo geschweißt und wird irgendwo zusammengemacht. Danach kommt dann auch noch die spannende Bearbeitung, das heißt, fräsen, drehen etc. Und dann die Montage, damit die Maschine dann fertig gemacht wird. Und zum Schluss wird das Ganze dann lackiert, damit es auch, wenn es der Witterung ausgesetzt ist, nicht rostet. Ja, begonnen hat es eigentlich 2011, wie wir eine neue Halle gebaut haben. Da haben wir einfach überlegt, wie wir das angehen, und da sind wir eigentlich so richtig auch in die Materie eingestiegen und haben einfach beim Bauen schon geschaut, dass wir ordentliche Baustoffe hernehmen und das Ganze isolieren und auch schon eine Fußbodenheizung, eine Niedrigenergieheizung eingebaut. Und so hat sich das halt weiterentwickelt. Wir haben dann eine Photovoltaikanlage aufs Dach aufgetan, die wir mittlerweile schon vergrößert haben. Die Photovoltaikanlage hat mittlerweile 100 kW Peak und wir haben noch Platz auf dem Dach kommen und wir überlegen da in der Zukunft mittelfristig das nochmal zu vergrößern. Wir decken damit ca. 65% von unserem Strombedarf mit Eigenstrom ab. Von einer Ölheizung zu einer Pelletsheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe. Auch bei der Heizung setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Im Zuge der Heizungsumstellung haben wir dann natürlich auch darüber nachgedacht, wie wir die Wärme verteilen können. Da haben wir uns dann für Deckenstrahler entschieden. Die funktionieren auch mit Niedrigtemperatur und sind auch sehr energiesparend und erzeugen eher wohlige Wärme für unsere Mitarbeiter. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen in diesem nachhaltigen Unternehmen nicht zu kurz. Ja, wir haben mittlerweile zwei Stapler und ein Transportfahrzeug auf Elektroantrieb umgestellt, haben davor, das sukzessive weiterzumachen mit Ersatzinvestitionen, haben da zwei Ladestationen vor der Firma gemacht und diese Ladestationen dürfen auch von unseren Mitarbeitern privat genutzt werden. Weiters haben wir unseren Mitarbeitern angeboten, dass wir ihre Jobräder finanzieren. Circa die Hälfte der Mitarbeiter hat das angenommen und die kommen jetzt mittlerweile mit dem Radl in die Arbeit. Die dürfen die Radl auch bei uns natürlich aufladen und sie dürfen die Radl auch privat nutzen. Das hört sich vielleicht für Unternehmen ein bisschen verträumt an, aber wir wollen mithelfen, dass wir die Welt ein Stück besser machen. Und deshalb wollen wir mit unseren Produkten, mit unserem Umweltengagement und genauso mit unserem sozialen Engagement. Stillstand ist für uns da keine Option. Die Schlosserei Hasenöhrl, ein echter Worldchanger-Betrieb. Wenn auch Sie sich für eine Beratung rund um energieeffiziente Maßnahmen interessieren, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.